tongue. He is Dovahkiin. Dragonborn. Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder bei Kilians Pokémon Lexikon dabei seid. In der heutigen Folge stelle ich euch mein Chillabell vor. Chillabell ist die Weiterentwicklung von Pico Chiller und hat wie dieses einen Normaltypen, was ihm eine Schwäche gegen Kampf und eine Immunität gegen Geistattacken gibt. Wirft man einen Blick auf Chillabells Basiswerte, sieht man einen ausgezeichneten Initiativewert und einen recht guten Angriffswert. Der Rest der Werte ist leider nicht wirklich erwähnenswert, der einigermaßen gute KP-Wert wird nämlich von zwei ziemlich schwachen Def-Werten gestützt. Die EV verteilen wir hier also voll in Angriff und Initiative. Dazu ein frohes Wesen, um die Initiative zu maximieren. Als Fähigkeit nimmt man seine versteckte Fähigkeit Wertelink. Diese sorgt dafür, dass Attacken, die 2 bis 5 mal treffen, immer 5 mal treffen. Und auf dieser Fähigkeit bauen wir auch das Moveset. Chillabell hat nämlich viele Attacken, die von dieser Fähigkeit profitieren. Kehrschelle, Kugelsaat und Felswurf sind Must-Have-Attacken in diesem Set. Bei der letzten Attacke hat man die Wahl zwischen Kehrtwende, Weckruf, Nachtschweif und Abschlag. Als Item nimmt man wahlweise einen Lebenorb oder ein Walband, einfach um den Schaden nochmal ein wenig nach oben zu drücken. Wenn ihr die Walband-Variante spielt, würde ich euch allerdings auf jeden Fall dazu raten, Kehrtwende zu spielen. Chillabell kann so ordentlich Schaden drücken und wird nur noch von ganz wenigen Pokémon überholt. Mit Kehrschelle hat es vor allem eine sehr solide Step-Attacke, die fast alle Pokémon neutral trifft. Kugelsaat erledigt die ganzen tankigen Wasser- und Gestein- und Boden-Pokémon und Felswurf trifft einfach sehr viele Pokémon effektiv. Mit eurer letzten Attacke covert ihr euch lediglich noch gegen Stahl-Pokémon, die ihr sonst nicht effektiv treffen könnt. Weckruf trifft Kampf allgemein effektiv. Nassschweif geht eher auf die Stahl-Pokémon, welche einen Gestein- oder Bodentyp als Zweittyp haben. Abschlag trifft so gut wie alles neutral und haut gegnerische Items weg. Und ganz nebenbei ist Abschlag auch eine sehr gute Absicherung gegen Geist-Pokémon. Und Kehrtwende covert prinzipiell gegen alles, da ihr danach ein Pokémon reinwerfen könnt, was mit eurem Gegenüber besser fertig werden kann. Ihr solltet lediglich vermeiden, euch von irgendetwas treffen zu lassen, da Chillabell wirklich nicht viel aushält. Holt es aus gefährlichen Situationen raus und lasst starke Hits eure anderen Pokémon tanken. Für Chillabell ist es hier wieder schwierig, gute Teampartner zu nennen, da es eigentlich in ziemlich jedes Team irgendwie reinpasst, sofern man ein Pokémon dabei hat, das mit Stahl-Pokémon fertig werden kann. Das war's dann auch schon von meinem Chillabell und jetzt seid ihr wieder dran mit Aussuchen. Ab jetzt werde ich übrigens auch langsam aber sicher Pokémon der 7. Generation in die Auswahl werfen.